So, kurzer Zwischenstand. Na, ich habe das alte Regal von draußen, das hatte ich schon abgeschraubt, habe das einfach mit der Stichsäge unten abgeschnitten und haben das gestern aufgehängt und eingeräumt. Man könnte meinen, ich wäre Werbepartner von Leonardo Katzenfutter, aber nein, dem ist nicht so. Ne? Unsere Katzen fressen halt nichts anderes. Das heißt nichts anderes, aber. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich es gezeigt habe, aber so. Darum war ja alles fertig. Ja, und hier das Schränkchen, das hatte ich mal so gemacht, nebenbei. Ne, da sind unsere Zubehörsachen drin und da stehen jetzt noch so Tonnen für das Trockenfutter. Da will ich aber noch ein Schränkchen drunter bauen. Das wird aber mal ein separates Video werden. Aber erstmal kümmern wir uns um die Wand und jetzt, wie ich schon mal sagte, gehen wir mal raus, Paletten zerlegen. Und zwar war das schon von langer Hand vorbereitet. Ich habe nämlich diese Palette, die große, die da, die lag mehrere Monate da vorne in direktem Wind, Regen, weiß ich nicht was. Die erste Palette hier stand hier unterm Dach, ist also nur von der Sonne ausgeblichen und die dahinter ist relativ neu. Wir wollen also einen Mix machen aus verschiedenen Farben. Deswegen haben wir das so gemacht, ohne dass wir das jetzt künstlich irgendwie die Farbe herstellen müssen mit irgendeiner Beize oder sowas. Und von meiner Schiebetür, vom Holzlager, das Holz, das ist ja fast wie neu. Das werden wir auch verwenden. So kriegen wir dann ein schönes Muster über vier Farben, hoffe ich jedenfalls mal. Aber jetzt zerlegen wir erstmal. Ja, noch ein kleiner Tipp, wenn ihr mal Paletten zerlegen müsst und es ist wirklich ganz einfach, also das ist der Heimwerker-Tipp schlechthin. Wenn ihr Paletten zerlegen müsst, wo die Nägel quasi fast von alleine rausgehen, ohne dass die Bretter kaputt gehen, dann müsst ihr das nachts um 12 Uhr machen mit 12 Jungfrauen, die nackt mit heidnischen Gesängen um ein Lagerfeuer rumrennen. Dann geht's Ass rein. So, ich muss das meiste ohne euch machen, weil, ne, ist ja eh stinkelangweilig. Nur so viel, die Europaletten haben sich gewehrt. Die haben sich richtig gewehrt. Da konnte ich nicht alles von brauchen. Deswegen habe ich dann irgendwo zwischen den Vernagelungen dann gesägt. Ja, jetzt habe ich die ehrenvolle Aufgabe hier 4 Tage lang Nägel rauszukloppen. Ja, und dann sehen wir uns weiter, wenn ich das habe. Also dann irgendwann 2000. 24, so um die Ecke. So, liebe Liebenden, ne, wir haben ja alles vorbereitet, habt ihr ja gesehen. Palette zerlegt, geschliffen. Und jetzt ja, müssen wir uns aufteilen. Jetzt geht's, also ich tue mich damit schwer. Also ich habe eben hier diese Latte angelattet. Da vorne habe ich auch noch eine Latte angelattet. Das ist der Bereich. Schach. Ah ja, aus mit Brett vom Kopf. Schach. Das mache ich gleich neben, wenn die Kamera aus ist. Hier kommt noch ein Schrank hin, den muss ich aber noch bauen. Es wäre ja Verschwendung, wenn wir die Bretter, wo wir eh nicht so viel von haben, da auch noch hin verbrettern. Wenn man es eh nicht sieht. Genau. Also fangen wir dann hier an, Hase. Wie gesagt, ich schneide den ganzen Spaß. Du legst immer hier an diesem Brett hier an. Es wird manchmal nicht ganz passen, dass so eine kleine Lücke bleibt. Das ist aber da nicht schlimm, weil der Rest, der hier übrig bleibt, der wird verdeckt, wenn wir später die hier dran machen.
Du legst das einfach hier oben dran. Da, so dran. Und dann. Ja, dann mach doch die erste schon mal. Das kann ich nicht, ich muss das hier erst noch gerade abschneiden. So. Das war jetzt nur Manfred Mustermann. Okay. Dann müsst ihr zusammen. Nicht passen. Das ist ja nicht dieselbe Breite, sehe ich gerade. Habe ich nicht aufgepasst. Tja, wenn ich dir nicht hinterherlaufe. Mimi. So, passt doch. Siehst du? Wunderbar. Aber guck doch mal. Das passt nicht. Das passt total super. Man muss das nur wollen. Weil es ein Gag, oder wenn du da drehst. Wieso? Machst du einfach ein paar dicke Flatschen drauf, muss keine Linie sein. So halten. Ja, aber ich krieg ja nichts rausgedrückt. Dann. Ja, es läuft nicht besser, wenn es umkippst. Das ist keine Auskippflasche. Das geht nicht. Dann nageln Sie jetzt. Dann nehmen wir die Seite anstatt die hier, ne? Die ist schön, aber die ist mehr so der Farbton, glaube ich. Und das hier ist mehr anders. Ja, das ist schöner. 13 und Wutz. Oh, das sind 14. Das heißt, dass die Usonango. Da ist blöd. Das wird dann interessieren. Mal. Aber da kommt ja noch eine Platte oben drauf, dann sieht man nachher nicht. Mal 13 und Wutz. Au! Ja! Geh! Verschwind geschwind. Mach mal ein bisschen schneller. Ich hole ein bisschen Tesafilm, Kabelbinder und... Wow, das war zu viel. Hoppala. Sonst habe ich keinen, nur noch den jetzt gerade. Nee. Doch. Nee. Da, der ist schön. Das ist alles schön. Angst, mit den Finger drüber zu fahren. Nein, ne? Nein. Nehme ich auch nicht zu Besuch kommen. Obwohl, hier kann der Let's Guy seine Jacke aufhängen, ne? Fertig. Da kann man schon mal dran. So, ich habe jetzt hier den Lichtschalter wieder anmontiert. Ich gehe jetzt hin, nehme zwei geflammte Bretter und werde die jetzt anzeichnen, weil die verschwinden, ja? Ups. Ne? Wenn ich es jetzt so mache, hat man ja immer hier die Kante. Und da muss man ja immer nach dem Lichtschalter fischen, beziehungsweise nach der Steckdose. Ich gehe jetzt hin, werde das komplett ausklinken, ne, dass ich das, also natürlich so rum ausklinken, dass ich das komplett ausgeklinkt habe. Und die Ränder hier außen rum, die dann hier bleiben, die werde ich mit einem 45-Grad-Fräser so abfräsen, sodass ich das quasi, ne, als wäre das da eingearbeitet. Ja, halte ich für eine gute Idee, weil bei den Geflammten kann ich dann den Rand, den ich gefräst habe, wieder flammen und dann sieht das so aus, als wäre es gewollt. Bei den anderen geht das halt nicht, dann bliebe es dann hell und dann wüsste ich nicht, wie ich das nachträglich altern sollte. Also, das mache ich jetzt. So, ausgeklingt. Das Kicke. Oh, das sieht gut aus. Ah, das sieht gut aus. Ja, ich denke mal, wenn das dann hier weggefräst ist, sieht das Bombe aus. So, ich habe euch ja gezeigt, dass das funktioniert hat. Ich habe auch den Ausschnitt geflammt, habe das zweite gemacht und geflammt. Wie man hier sehen kann, habe ich auch 45 Grad ausgefräst. Passt wie die Faust aufs Auge. Und ja, jetzt werde ich hier im Schnelldurchlauf alles machen. War, oder? Sieht doch schick aus. Mir gefällt's gut. Wunderbar. Ja, damit ich bis nach oben auskomme, habe ich so dünne Streifen auch dazwischen gemacht.
Genau. Bis dahin kommt der Schrank. Das lasse ich so. Dann kommt hier nur die Tür. Da kommt das Brett drauf. Dann brauche ich nur die Seite hier verkleiden. So, hier habe ich jetzt so die Reste. Davon habe ich noch 3 Bretter in voller Länge. Und der Rest hier. Das sind 3 Paletten gewesen. Das bisschen an der Wände. Gut, davon baue ich jetzt irgendwie noch diese Tür. Ja, müssen wir ein bisschen stückeln. Da müssen wir ein bisschen stückeln. Oder aber, weiß ich nicht, wie schnell das mit dem Leim zieht. Ich könnte so eine ganz dünne Platte nehmen. Habe ich noch da. So eine 5 oder 6 mm dünne Platte. Und dann die Reste darauf kleben. Zack. So, das Kicke, wie rum wir das nehmen. Ja, das ist natürlich blöd hier mit den Ausrissen hier von den Nägeln. Das sieht blöd aus. Also nehmen wir es so rum. Hier sind zwar auch die Löcher und die, aber das ist egal. Ich glaube, das sieht nachher ganz gut aus. Ja, das wird gehen. Klar. Muss. So schraube ich es doch an. Geht doch, oder? Hält. Passt. So, kurze Schägung. Ja, das ist doch mal einwandfrei. Passt schön zur Optik. Sehr gut. So, fest. Jetzt nehmen wir dann dieses. So herum, setzen das so an und das passt wie die Faust aufs Auge. Jetzt haben wir hier noch ein Schraubenloch, das könnten wir verwenden, den Rest dann nicht mehr. Wunderbar. Ja, bombenfest. Und für die Ecke habe ich mir extra Reste mitgebracht. Soll ich dann hier oder hier, weiß ich noch nicht. Ich glaube hier. Hier schraube ich das so an. Oder soll ich ein kleineres nehmen? Etwas unauffälliger, ne? Dann lege ich das dahin, schraube das noch da dran. Zack. Fertig. Das kann man das Paletten machen. Ist natürlich ein bisschen Vorbereitungszeit. Wie gesagt, wir hatten ein paar Monate lang diese Palette im Garten liegen, damit es dann halt vom Farbton her auch passt. Ja, ein bisschen Geflammtes dabei, das war gar nicht geplant. Und ganz helles, unbenutztes hatte ich dann nachher auch noch genommen. Aber fügt sich super ins Bild ein. Ja, lasst mir einen fetten Daumen da für dieses geile Projekt. Also Do-It-Yourself-Wand. Ist ein bisschen mehr Aufwand, als ich gedacht hatte, aber lohnt sich in jedem Fall. Also uns gefällt die Optik super. Daumen da lassen, abonnieren und Donnerstag 17:30 Uhr gibt es das nächste Video. Bis dahin sage ich, Madet Jod, schwing der Hut.